Von der Firma RS habe ich einen Berg an Teilen aus dem RS Pro Sortiment erhalten. Das Konvolut ist im Prinzip der Bausatz für ein besonderes Gadget. Meine Aufgabe bestand darin, aus den Rohmaterialien ein System aufzubauen, das Solar in elektrische Energie wandelt, diese speichern und bei Bedarf wieder abgeben kann. In dem quaderförmigen Rahmen sind alle elektronischen Komponenten vor unbefugter Berührung gut geschützt untergebracht. Die außen angebrachten Solarzellen können zum Transport an die Box geklappt werden. Der Auftrag an mich lautete, einen Prototypen, der als Ausstellungsstück konzipiert war, mit ein paar Änderungen nachzubauen und von diesem Prozess fundierte Rückmeldungen abzugeben. Da alles aus Einzelteilen aufgebaut ist, handelt es sich bei dem System um einen Open Source Solargenerator und das ist ganz im Sinne von How Open is this Gadget, weshalb ich den Auftrag gerne angenommen habe. Die Open Source Philosophie ist seitens RS bewusst gewählt, denn mit einem Bleigel-Akku als Energiespeicher und einem Ladegerät mit Pulsweitenmodulation ist der Solargenerator nicht als Spitzenprodukt für Endanwender, sondern als Lernobjekt für Ausbildungsstätten konzipiert. Mit einer Speicherkapazität von 1,4 Kilowattstunden und einem robusten Akku ist die Solarbox auch für ambitionierte Bastler ein interessantes Projekt. In diesem Video zeige ich die Eckpunkte der Montage, die Details sind der reichlich bebilderten Anleitung zu entnehmen, die im Verlauf der Aufnahme entstanden ist und auf den Seiten von RS zum Download bereitsteht. Die Teile der Box müssen aus dem Rohmaterial zugeschnitten werden. Als erstes sind die Aluprofile abzulängen. Wer es klassisch mit Schraubstock und Handsäge machen möchte, ein kleiner, mitunter auch alter Winkel mit Pappscheiben auf der Innenseite hilft dabei, den Sägeschnitt gerade auszuführen. Der Winkel darf rostig, muss aber noch rechtwinklig sein. Beim Anreißen der Schnittkante mit dem Cutter ist die Rückseite der Klinge zu benutzen, dann lässt sich damit hinterher auch noch was zuschneiden. Auch beim ersten Ansägen des Aluminiumprofils hilft der Winkel dabei, den Schnitt gerade und rechtwinklig auszuführen. Und ja, der wackelige Tisch in meinem Videostudio ist definitiv keine Werkbank. Ein neues, scharfes Sägeblatt erspart ein wenig Puste beim Sägen. Wer die Muckis nicht beanspruchen oder einfach schneller zum Ziel kommen möchte, greift zur elektrisch angetriebenen Säge. Es muss ein Sägeblatt für Aluminium verwendet werden, Holzsägeblätter sind ungeeignet. Die Aluminiumsägeblätter sind meist für eine niedrigere Drehzahl ausgelegt, eine Kappsäge mit vorgeschaltetem Regler sorgt für eine längere Standzeit des Sägeblattes. Damit ist ein Schnitt im Bruchteil der Zeit ausgeführt und die Schnittkante fällt sauberer aus. 32 Schnitte durch die 40x40 mm Aluminiumprofile müssen für die Rahmenkonstruktion ausgeführt werden. Die scharfen Schnittkanten sollten mit einer Feile oder Schleifpapier geglättet werden. Die Systemprofile können auf unterschiedliche Art verschraubt werden. Zur Befestigung an dem zentralen Loch der Schnittkanten kommen M8er Schrauben mit selbstschneidenden Gewinden zum Einsatz. Und wie immer beim Gewindeschneiden gilt auch hier, ein Tropfen Öl macht einem das Leben leichter. Noch leichter geht's mit dem Gewindeanfertigen natürlich mit einem dafür vorgesehenen Gewindebohrer. Dieser erspart einem viel Muskelkraft und Schwielen an den Händen, da die Schrauben doch enorm viel Reibung erzeugen beim Eindrehen ohne ein wenig Vorschneiden. Dabei muss das Gewinde nur etwa 10 mm tief geschnitten werden, den Rest erledigt dann die Schraube mit dem selbstschneidenden Gewinde problemlos.
An den Kopfenden kommen würfelförmige Verbinder zum Einsatz, um Streben miteinander zu verbinden. An den 8 mm breiten Nuten können spezielle Muttern eingeschoben oder auch seitlich eingeführt werden, womit ohne zu bohren Verschraubungen an jeder Position längs des Profils ausgeführt werden können. Diese Spezialmuttern gibt's für die 40x40 mm Profile als M8 oder M6. An den Längsseiten sorgen über diese Muttern angebrachte Winkel aus dem Systembaukasten für stabile Schraubverbindungen. Und für beide Verbinder gibt's passende Kunststoffdeckel. Ein weiteres Material, das zugeschnitten werden muss, ist Acrylglas, mit dem die Seiten des Rahmens verkleidet werden. Acrylglas darf beim Bearbeiten nicht unter starke Spannungen gesetzt oder erhitzt werden. Das Zuschneiden mit einer Handsäge ist sehr zu empfehlen, da man mit diesem Werkzeug mit dem entsprechenden Gefühl an die Sache herangehen kann. Wird mit elektrischen Sägen gearbeitet, kann der Kunststoff schmelzen und das Acrylglas reißen, was beim Sägen per Hand nicht so leicht passiert. Etwas Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel erleichtert das Sägen, da der Kunststoff somit gekühlt wird. Mit Muckis und etwas Gefühl für die Sache gelingen sehr saubere Schnitte. Was ich schon immer mal ausprobieren wollte, seit ich einen elektrischen Fliesenschneider geschenkt bekommen habe, kann ich nun machen. Und ja, mit der Wasserkühlung und der diamantbeschichteten Trennscheibe für Fliesen lässt sich auch 6 mm starkes Acrylglas schneiden, ohne dass der Kunststoff schmilzt oder Spannungsrisse auftreten. Die Verletzungsgefahr ist weitaus geringer als mit einer Kreis- oder Stichsäge und die Schnittkanten sind sehr sauber. Auch beim Bohren ist darauf zu achten, dass das Material nicht reißt. Mit einem 2-4 mm durchmessenden Metallbohrer wird vorgebohrt. Zum Einsatz für den endgültigen Durchmesser kommt ein Holzbohrer. Dieser schneidet das Material von der Außenkante nach innen, was Rissbildung besser verhindert. Kühlen mit Wasser ist sehr zu empfehlen. Die Platte wird bis etwa zur Hälfte von der einen und dann komplett von der anderen Seite durchbohrt. Auch der hier zu sehende Flachbohrer ist gut geeignet, um die Kunststoffplatten mit Löchern zu versehen. Beim Bohren nicht zu viel Druck ausüben, sonst gibt's auch mit einem Holzbohrer Risse im Kunststoff. Mit dem Flachbohrer gelingen saubere, passgenaue Bohrungen. Löcher mit noch größerem Durchmesser erledigt die Lochsäge. Die zentrale Bohrung sollte man am besten wie zuvor mit einem Holzbohrer setzen.
Die Lochsäge schneidet dann den großen Durchmesser. Hier entsteht besonders viel Hitze, weshalb man Werkstück und Werkzeug gerne mal zwischendurch abkühlen lassen und die entstandenen Späne entfernen kann. Auch hier wird nur bis zur Hälfte von einer Seite gebohrt. Und die Kunststoffplatte dann von der anderen Seite komplett durchtrennt. Für Kabeldurchführungen müssen auch an vier Aluprofilen 8mm Löcher gebohrt werden. Ja, meine Ständerbohrmaschine hat schon so einige Betriebsstunden auf dem Antriebsriemen, aber warum sollte ich das gute Ding ersetzen, solange sich das Spannfutter dreht? Das Verschrauben des Rahmens geht mit den Systemprofilen zügig vonstatten. Sämtliche Baustufenfotos sind in der Nachbauanleitung enthalten. Somit kommen wir zur Verkabelung. Rein für den Betrieb als Solargenerator sind lediglich Solarzellen, Speicherbatterie, Laderegler und Inverter nötig, das Ganze abschaltbar über einen Batterietrennschalter. Alles andere ist optional und in der Box ist noch reichlich Platz für weitere Komponenten, die ihr bei Bedarf installieren könnt. Die Einheit von RS ist mit so einigen zusätzlichen recht netten, aber nicht unbedingt notwendigen Komponenten ausgestattet. Da all das von außen zugänglich sein sollte, werden noch Steckdosen oder Buchsen benötigt. RS hat unter anderem eine LED-Beleuchtung in Weiß und Rot, einen Lüfter und ein Voltmeter verbaut. Ein Batterielader sorgt dafür, dass der Akku auch auf Messen ohne Sonnenlicht geladen werden kann. Über Schalter können die Ladegeräte von der Batterie getrennt werden. Wie bereits gesagt, dieser Solargenerator ist als Demo-Objekt für den Lehrbetrieb gedacht und da bleibt es euch überlassen, was ihr davon übernehmt. Ihr könnt natürlich eurer Fantasie freien Lauf lassen, was anstelle dessen alles in die Box integriert werden sollte. Die Verkabelung erfolgt mit Leitungsquerschnitten von 1,5 bzw. 6 Quadratmillimeter ohne Lötverbindungen, alle Verbindungspunkte sind verschraubt bzw. geklemmt. Das benötigte Werkzeug war in einem der Pakete von RS enthalten. Für die Ader-Endhülsen muss das Kabel zunächst abisoliert werden, was mit dem entsprechenden Werkzeug millimetergenau in Sekundenschnelle erledigt ist. Zum Krimpen wird die Hülse in die Zange eingelegt und diese leicht zusammengedrückt, sodass die Hülse leicht klemmend festgehalten wird. Nun das Kabel ganz einführen. Das Kabel muss so weit abisoliert sein, dass die Kupferadern dann bündig mit der Endhülse abschließen. Nun wird die Krimpzange ganz zusammengedrückt, bis diese schließlich wieder von selbst öffnet. Damit ist die korrekte Verbindung geschaffen. Neben den Einfach werden auch Zwillingshülsen für Abzweigungen benötigt. Auch hier müssen beide Kabel so weit abisoliert werden, dass die Kupferadern mit der Hülse abschließen, wenn beide Kabel ganz eingeführt worden sind. Nach dem Zusammendrücken sind beide Kabel fest miteinander verbunden. Verbunden
Für die Kabelschuhe wird eine weitere Crimpzange benötigt. Die Kabelschuhe werden in die entsprechende Kerbe der Zange gelegt und diese ein wenig zusammengedrückt, bis der Stecker leicht klemmend gehalten wird. Hier werden die Kabel so weit abisoliert, dass die Kupferadern gerade so aus der vorgesehenen Hülse herausschauen, wenn das Kabel ganz in den Kabelschuh eingeschoben ist. Auch diese Crimpzange wird nun so weit zusammengedrückt, bis diese sich wieder von selbst öffnet. Die Kabelschuhe werden von der Zange in einem Durchgang an zwei Stellen zusammengequetscht. Zum einen vorne an der Metallhülse, um die elektrisch leitende Verbindung herzustellen, und ein zweites Mal hinten an der Kunststoffummantelung, die als Knickschutz und Zugentlastung dient. Die Verbindungen der Kabel erfolgen auf zwei DIN-Hutschienen mit dort angebrachten Reihenklemmen. Schraubendreher eindrücken, Kabel mit Aderendhülse einschieben, Schraubendreher rausziehen und fertig ist die einfach auch wieder zu lösende Verbindung. Gibt's auch in klassisch mit Schraubverbindungen. Ist alles montiert, kann der Solargenerator in Betrieb genommen werden. Die Solarzellen mit einer Gesamtspitzenleistung von 80 Watt benötigen rein rechnerisch unter optimalen Bedingungen 18 Stunden, um den 12 Volt 120 Amperestunden Akku mit Energie voll zu pumpen. 40 Stunden dürften unter realen Bedingungen ins Land ziehen, bis der Bleiakku voll ist. Das Smartphone ist definitiv schneller über die USB-Buchse geladen. Der Generator verfügt also über mehr als nur ausreichend Speicherkapazität, um kein Sonnenlicht ungenutzt von den Solarzellen abprallen lassen zu müssen. Der Inverter liefert bis zu 1 Kilowatt an Dauerleistung und rein theoretisch sollte die Batterie diese Leistung deutlich länger als eine Stunde bereitstellen können. Die Teile für anschließende Projekte können somit abseits des Stromnetzes gesägt und gebohrt werden. Die Nachbauanleitung und weitere Infos zu diesem Open Source Solargenerator gibt's auf den Seiten von RS. Auch auf den Seiten von How Open Is This Gadget gibt's weitere Infos und viele Fotos vom Gerät. Klickt mal rein. Und dann habe ich noch eine zweite Lieferung von RS erhalten, mit der ich einen weiteren Solargenerator ganz nach meinen eigenen Ideen bauen kann. Das Ergebnis davon gibt's auf meinem zweiten Projekt, Homo Faciens, zu sehen. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!